Und da bin ich ja wieder. Weiter geht's mit Far Cry 6 hier beim Game Hunter. So, wir sind jetzt stehen geblieben, gerade wo wir die Kiste holen wollten. Und genau da werde ich jetzt weitermachen. So, Twitch läuft. Läuft. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. So, nach der Kiste mache ich dann die Dings-Mission weiter, hier die Story. Ah, da geht es dann auch ums Angeln wahrscheinlich. Gibt nämlich einen Angel als Belohnung. Kann ich eigentlich auch schnell? Ja, kann ich auch machen. Was steht da? Aha. Flugabwehranlage. Oh, Level 4. Ja. Jetzt hol ich das mal die Kiste. Da ist auch noch ein Fotokamera-Symbol auf dem Wasser. Was auch immer das bringt. So. Ja. Hier läuft alles. Muss aber nochmal sicher gehen hier. Bei Technik. Also wirklich auf 1080p? Eigentlich. Egal, wird schon, geht schon. Feld. Oh ne, das war ja drüben auf der großen Insel. Gott, wenn ich sehe, wie riesig die Welt noch ist, gell? Haben wir echt viel zu tun. Warum ist denn hier schon die Achso, da hat man angefangen. Ah, von hier sind wir geflüchtet. Deswegen ist hier schon offen. Ein Level 7er Gebiet. Das Spiel ist aber auch verdammt riesig, ey. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Kiste. Da oben sein. Toll. Okay. Bin noch mal gespannt, was so hier die stärksten Waffen sind, so. Armband. Das Parcours-Set habe ich bald. Habe ich jetzt komplett, oder? Ja, müsste ich jetzt komplett haben. Können wir mal testen. Set ausrüsten. Ja, alles. Ach, man kann ja auch das Aussehen von anderen Sachen einfach benutzen. Okay. Das ist jetzt das Parcours-Set. Aber ich hätte gern noch so eine Anzeige, die mir zeigt, was direkt alles so. Nee, nicht so. Wisst ihr wie? Das ist halt. Ja. Ein bisschen komisch gemacht, aber okay. Aber ich habe trotzdem lieber noch mein Munitionsgedöns. Bleiben wir erstmal dabei. Hier machen wir noch die Handschuhe rein. Und Kopf. Ah ja, das können wir mal lassen. Geht's noch höher? Was gibt's da oben noch? Hola! Bereit für Yara zu kämpfen? Metall. Der hat ein Fernglas. Ich muss hier mit dem puppigen Handy. Das ist gerne Fahrzeuge in deiner Handykamera, um sie entsprechende Übergabestellen verfügbar zu machen. Bitte was? Ich soll Fahrzeuge scannen. Den Alarm sollte ich ausschalten. Das ist die Blockade.
beide hier. Ich sollte die Kamera da zerstören. Ja, aber das muss ich nicht jetzt machen. So. So, wie versprochen, mache ich jetzt natürlich erstmal die Story weiter. Das heißt, wir müssen hier hin. 886 Meter, ja, machen wir schnell Reise in die Nähe. Wenn wir eine schnell Reise, hier kann ich eine hinmachen. Dann gehen wir da hin. Was ist hier schon wieder los? Jetzt oder nie! Seid ihr hier Häftlinge? Sklaven. Brennt's hier, was machen die hier? Hola. Hey. Ärger machen wollen. Gesundheit. Unbefugtes Hier ist das gefährlich. Warum ist das hier ein Sperrgebiet? Kann ich hier nicht? Nee. Hm. Auch so viel Zeit. Hace meses que no como un buen plato de comida. Du! Und mich auch. Gracias. No hay problema. Jetzt hat er mir nochmal 5 Kisten aufgedeckt. Ja, okay. Nicht jetzt. Machen jetzt Story weiter. Wieso ist eigentlich. Hä? Notizbuch. Die will ich doch. Warum ist denn die hier die ganze Zeit aktiv? Ach, geht doch. Jetzt hat er Bella Ciao im Kopf. Gibt's näher Casa Benito. Ah, oh, teuer. War das ein Fisch, oder? Loot. Kann ich eigentlich auch nur, dass ich nur einmal Viereck drücken muss? Das nervt mit den gedrückt halten. Option Gameplay. Scheint nicht so. Aber anscheinend nicht einstellen. Man muss immer fair gedrückt halten. Ist ja doof. Farbe der Beuteumrandung. Dass man das einstellen kann. Rot. Ich will in der Kamera.
Das ist mir egal. Effekt vergiften und betrunken. Skalierung von Benutzerinterface-Schrift. So, die Größe. Nee, die kann so bleiben. Na gut. Da muss man halt 4 gedrückt halten. Noch was? Da. Das war gerade eine Kiste. Müsst ihr eigentlich immer Paletten noch vorstellen? Krawallhandschuhe. Du richtest mehr Schaden an Luftfahrzeugen aus. An. Nehmen wir mal. Leute, bist du falscher? Muss mit dem Kollegen reden. Nee, aber weiß sah besser aus als rot. Nimm mal, bleib aber weiß. Neckriger Fang heute. Braver Mann, braver Hund. Na, dann lernen wir jetzt mal das Angeln. Kann ich hier noch was machen? Was aussehen kann ich anmachen? Wo hab ich denn das freigeschaltet? Oh, für 2 Sprit oder nämlich Gold, hallo? Brauchst halt die Sprühdosen für die Farben. Munition, ja, Panzerbrechen, brauche Schießpulver. Also Schießpulver ist mit das Wichtigste überhaupt in dem Spiel. Ohne Schießpulver geht hier gar nichts. Kann man hier noch was machen? Kann man auch aussehen machen. Bitte beachte, dass kein winziger Regenschirm inbegriffen ist. Wow. Warum ist immer noch Ausrufezeichen? Wow. Okay, und die Schrotflinte, die ist ja im Prinzip schon fast Gold. Ach, kann man gar nicht ändern. Nur die Talismane. Okay. Supremo habe ich schon geändert. Mods. Oh, oh. Interessant. Alter, wie viele Mods das gibt. Also erst einmal wird leicht erhöht. Mehr Munition. Das ist immer gut. Und Ausdauerregeneration nehme ich auch. Das ist natürlich doof, du musst halt entscheiden, was du nimmst. Ah. Das ist krass. Was man hier alles machen kann. So, Kollege, zeig doch mal, wie es angeln geht. Aber warte mal. So, jetzt. Lass mich raten. Clara Garcia hat dich dazu überredet. Sie hat sogar uns Fischer für ihren Libertad-Unsinn eingespannt. Hat uns überredet, bei ihrer kleinen Invasion von Santuario zu helfen. Hab 5 meiner besten Leute verloren. Jetzt kommt Clara an und will Boote und neue Rekruten. Ich bin eher Pirat als Fischer. Dafür kannst du dem Embargo danken. Mit unseren Booten holen wir Fische aus dem Wasser und bringen Menschen und Schmuggelware an der Armee vorbei. Aber El Presidente hat die Schrauben angezogen. Die neue Kommandantin, Rosario, hält den ganzen Treibstoff unter Verschluss, damit Libertad ihn nicht kriegt.
Legt jeden um, der sich auch nur in die Nähe wagt. Hab gehört, dass du die Auftankstation befreit hast. Ja. Danke. Aber wenn Clara will, dass wir Libertad helfen, dann leg Rosario um und zeig der Armee, dass wir nicht kampflos aufgeben. Angel und 100 Erfahrungspunkte. 1300 brauche ich insgesamt. Ja, ja, annehmen. Suerte, compay. Bin zwar noch nicht Level 4. Achso, jetzt muss ich in das Gebiet da oben. Danny, das Einzige, was besser ist als ein Guerriero, ist ein Guerriero mit einer geilen Karre. Willst du, dass ich eine klaue? Das mache ich schon, seit ich klein bin. Du spielst jetzt in einer anderen Liga. Wenn du ein Fahrzeug brauchst, rufst du an. Ich habe einen Freund, der es direkt zu dir bringt. Gracias. Aber du hast keine Freunde, Juan. Sei einfach still und ruf an, Danny. Weiß Brenner. Braucht er mir jetzt nicht erklären, was das ist. Juans 1956er... irgendwas. Ja, ist okay. Ja, wir können sie ja mal rufen. Ich fahr lieber. Komm mal nicht am Sitz rum, der ist genau richtig eingestellt. Danke sehr. Ach, mit einer fetten Hi. Waffe oben drauf. Okay, warum nicht? So, lass mal Auto fahren. Schickes Auto. Das ist kein Auto, Danny. Das ist eine 1956er Beaumont Valentina. Sie ist ein Kunstwerk, genau wie ich. Nur habe ich keinen Rambock, um jeden aus dem Weg zu räumen, der dir in die Quere kommt. Du bist definitiv einmalig. Und jetzt hol dir diese Faschisten-Tiger! Hin. Kann ich auch erstmal das hier ausschalten? Dieser FND-Stützpunkt kontrolliert die Flugverbotszone über Jahre. Zerstöre das Geschütz, um den Luftraum zu befreien. Kann ich denn das schon zerstören? Ich versuch's einfach mal. Ja, ich habe gesagt, ich mache jetzt erstmal Story, aber hier gibt's so viel zu tun. Boah, sogar die adaptiven Trigger hier haben Widerstand beim Autofahren. Sprenge Flugabwehranlagen auf Jahre, damit du den Luftraum sicher durchqueren kannst. Danny, ich habe gehört, dass du in die Provinz Vencejo fährst. Ist das ein Problem? Pass gut auf dich auf. Die Soldaten da sind besser ausgebildet und ausgerüstet. Such dir eine Anhöhe und kundschafte den Feind erstmal aus. Wird gemacht, Clara. Keine Überraschungen. Ein Guerriero wird nur einmal überrascht, Danny. Suerte. Oh, die sind jetzt natürlich rot. Und haben mehr Energie. Splittergranaten. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich die von hinten one-hitten kann. Oder halt nicht. Aber so nah wie die stehen, sieht das eh schlecht aus. Steht am Geschütz. Gibt's eigentlich auch Alarmdings? Ich sehe kein grünes Lämpchen, also vielleicht nicht. Versuch mal von hinten ranzukommen. Zum Not habe ich auch noch meinen Rucksack.
geschützt. Oh, fettes Teil. Steht auch im Geschütz. Sie. Nee. Gesundheit. Guck, wenn ich den ausschalte, kriegen die das doch alle mit. Was? Denn ihre Aufmerksamkeitsspanne ist auch erhöht, kann das sein? Was mir auffällt, man kann keine Steine werfen, oder? Was? Was hab ich denn jetzt gemacht? Momentan stehen keine Fotos zur Verfügung. Okay. Aber Steine werfen ist nicht. Früher konnte man immer Steine werfen. Vielleicht lernt man es noch. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Naja, dachte ich mir, die sieht mich. Wenn ich zu ihr gehe, sieht der Typ mich. Wie mache ich das am dümmsten? Hier gibt es sogar Uran. Das ist doof. Machen wir kurz den Feuer noch hinter. Da habe ich gesehen, dass ich keine Heilung mehr habe, so wie das aussieht. Ah ja, ist doch gelöst worden. Hilfsmittel. Uran. Wie schalte ich dich jetzt aus? Ich vermute mal mit der Kiste hier. Jo. Steht schon doof, wenn sie eine Sprengkiste genau neben so ein Ding hinstellen, also. Muss man nicht verstehen, oder? Geschichte. Ist auch ein Fahrzeug. Achso, ich soll ein Foto machen. Militärfahrzeuge können nicht gescannt werden. Was ist hier los? Was ist der denn jetzt her? Es wird nicht übernommen, das Gebiet. Das ist ja doof. Da lag noch was. Ich höre hier Schweinchen. Wo
Schweinchen. Da. Hey, gibt's gegrilltes Schwein? Beschädigtes Fleisch, okay, also sollte man die nicht verbrennen. Ah ja, gut. Früher war es ja so, dass man mit dem Bogen drauf schießen musste, um gutes Fleisch zu kriegen. Aber ich habe noch keinen Bogen. Warum laufe ich eigentlich? Ich brauche was mit PS. Musste ich hupen, ich stehe neben dir. Hier ist sie wieder. Sogar die Einschusslöcher sind geflickt. Sehr nett von dir. Was sind für Einschusslöcher? Ist noch irgendwas auf meinem Gebiet? Ach, hier ist auch das Schwein. Ah, den würde ich gerne mit Bogen jagen, weil ich da gerne alles hätte haben wollen. Egal. Ich wollte eigentlich mal scannen. Findet die übrigen versteckten Kryptogramme mit Tabellen, um die Kiste zu öffnen. Bitte was? Kryptogramma-Kisten enthalten einzigartige Ausrüstung und können mithilfe von Tabellen in der Nähe geöffnet werden. Folge den Zeichen, um die Tabellen zu finden. Die Kisten öffnen sich, sobald du alle Tabellen gefunden hast. Ah ja, natürlich. Man kann es auch noch komplizierter machen. Komm mal, hier haben wir schon mal eins. Vervollständige deine Sammlung von Kryptogrammtabellen, indem du versteckte Truhen in Yara öffnest. Folge dem Klang des etwa irgendwas. Warum sind so viele Leute? Oh, hier, mal Traktor-Scan. Kenn ich. Das hört den Klang. Ja, sorry. Das hab ich gehört. Zwei von 30, okay. Hab ich zu aller. Hunde, pass auf! Macarajo! Schutzhandschuhe MK2. Sind die cool? Du richtest mehr Schaden mit Waffen gegen vergiftete Gegner an. Ja, okay. Jetzt im Moment eher unnötig. Was ist das für ein Horrorhund? Der leuchtet ja die Augen. Ha. So, jetzt können wir... Oh, das komplette Gebiet ist Sperrgebiet. Oh, hier sind Depot. Alles klar, wir fangen oben im Norden an. Muss überhaupt nicht weg, es bleibt da. Es sind hier viele Leute unterwegs, ey.
Menzenjo, Rang 4. Guten Tag. Schön. Das. Ja. Hat wehgetan. Kannst du Pferd rufen? Was ist das? Totenkopf. Hält sich auch von alleine, nach einer gewissen Zeit. Totenkopf, ja, wegen Sperrgebiet. Okay, Vorsicht, Danny. Wie, du kannst dich da nicht festhalten. Bist du besoffen? Ist uncool. Können aber mal hier. Hier kommt noch jemand. Den werde ich nicht mit einem Kopfschuss töten können. Hast du es mitgekriegt? Ja, haben sie. Wir wissen, dass du da bist. Vihila! Willst du bleiben? Hast du den Hack? Verdammt. Und tschüss. Feuermunition ist schon echt praktisch. Wo sind die Leichen? Weg. Ach, hier ist er. Was ist das denn? So, wo ist jetzt? Ist das hier? Danke. Skorpion. Sorry, Pferd. Okay, haben wir eine neue Waffe. Was sollen wir jetzt hier eigentlich nochmal machen? Du willst unsere Hilfe, dann besorg uns Treibstoff aus dem Depot, damit wir überleben können. Und mach kurz einen Prozess mit den Kommandanten. Okay, ist eine Frage, ist er hier oder ist er da? Mal gucken. Ups.
scannen hier oben. Ich sehe dich, Ingenieur. Die Kamera da muss weg. Natürlich ist das so, dass du hier mit dem Scharfschützengewehr den Alarm nicht ausschießen kannst. Frech. Ups. Ha. Ich würde auch niemals den... Nee, das ist zu weit weg. Das bringt mir null. Das Paradies hat seinen Preis. Schwergewicht. Level 4 ist schon echt hart. Boah. Was ist jetzt los? Hallo? Der Gegner war mal her. Als ob. Wo kommen die denn jetzt her? Hier wimmelt es von Soldaten. Das vielleicht ist Kommandante Rosario auch hier. Warum haben die da solche gelben Dreiecke, die nach oben gehen? Das Wichtigste ist auf jeden Fall erstmal den Alarm auszuschalten. Sonst kriege ich Probleme. War noch nicht alle markiert. Jetzt kommt der Typ hierher. Dass ich keine Steine werfen kann, das nervt mich ein bisschen. Früher ging das immer. Oh. Ach komm, wir machen Supremo Action. Oh. Sollte man, glaube ich, neben einem Fahrzeug nicht benutzen. Ja, sehen wir es mal, wenn man tot ist. Ja, ich werde seiner Freundin Rosario einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Sie wird nicht allein sein. Kundschafte alles gründlich aus, bevor du den Abzug drückst. Und denk an Regel Nummer 9. Das richtige Werkzeug für den Job. Regel Nummer 10. Halt deine Klappe. Gut, du bist erwachsen und triffst deine eigenen Entscheidungen. Breite deine Flügel aus und flieg, kleiner Vogel. Guck, ob es noch einen anderen Eingang gibt. Oh, hier. Gegner hier. Wow, na los. Sehr viele. Ich
werden den nicht ausschalten können mit einem Schuss, oder? Der zurück. Scheiße. Ich muss sagen, gut, dass ich Schrupp finde, gut noch. Die ist echt praktisch. Praktisch die Schrotflinte. Schlüsselkarte zur Waffenkammer. Haben wir doch fast sauber gelöst alles. Finde ich. Ja, mal looten hier. Jetzt noch eine Karte. Die Schlüsselkarte. Was haben wir hier? Oh, eine neue Waffe. Die El General. Und das für eine. Der Waffenschaden mit gezielten Schüssen erhöht sich. Du bewegst dich schneller beim Zielen. Schaden ist aber sehr gering. Aber dafür höhere Feuerrate. Ja, die können wir ja mal reinmachen. Ist da noch was hier? Nein. Ach Leute, ich muss das andere gar nicht mehr machen. Das war's schon. Okay. Ich höre trotzdem das Depot da unten noch. Nein. Ja, komm, wir nehmen das Fahrzeug. Sie mich hier auch drinnen sehen? Ja.
Primo kann den Panzer bestimmt platt machen. Ich könnte ihn aber auch klauen. Was ist ein Panzer? Sehe ich ein nettes Spielzeug für mich. Aber doof, den draußen stehen zu lassen, unbewacht. Also ist jetzt Mana. Kann ich den Panzer jetzt auch mal mitnehmen? Oh, was gab's denn jetzt? Kleber oder was war das? Das war jetzt weg. Oben liegt noch was. Hier weg, oder? Oh. Das heißt, wir fahren hier runter und nehmen das nette Spielzeug mit. Huh. Reparieren. Ich wollte gerade Battlefield spielen. Einsteigen. Mal weg. Jetzt komme ich.
stellen sich vor dem Panzer mit dem Maschinengewehr und wollen drauf schießen. Sehr gut. Hirsch-Jagdgebiet. Aha, die Jagdgebiete muss man jetzt auch selber finden. Früher wurden die immer angezeigt von Anfang an. Interessant. Hallo. Hey. Danke für den Follow, Patrick 9. So, da. Oben ja. Nutzen, oder? Von hier. Oder auch nicht. Der ist da drüben. Hä? Ich verarschen. Was ist denn hier der Haken? Was hast denn du jetzt geschafft? Ups. Der Haken ist innen. Irgendwas zum Lesen? Nein. Aber eine Kiste. Handschuhe? Ha! Bin ich gut oder bin ich gut? Schmarotzer-Handschuhe. Du kannst Munition und Pesos von toten Soldaten auf viel größere Entfernung einsammeln. Hat man das nicht schon mal? Oder nicht? Ich glaube, ich habe das nur gelesen. Da ist jemand bei meinem Panzer. Weg da. So, ich muss wieder hier hin. Aber die Sperrgebiete kann man nicht komplett clearen, also dass sie weg sind. Das geht leider nicht. Die bleiben immer. Also das heißt, wir werden auch immer wieder neue Leute kommen, denke ich mal. Achso, das Tier wollte ich auch noch machen. Aber das mache ich mit Bogen. Hier, wo wir hier so.
Hirschgebiet gewesen, gell? Da. Ist irgendwas? Hirschgebiet, wo haben wir denn welche? Das sind Pferde. Lol. Gut. Wo versteckt ihr euch? Da. Naja, eins haben wir. Aber wird da wieder kaputtes Fleisch sein, weil der halt Schusswaffe benutzt hat. Da. Nee, Hirschfleisch. Sag ich mit euch. Aber wir platzen dann einfach. Da ist es ja noch. Was ist hinter den Zaun? Frech. Ja, dann bleib leben. Jetzt hier erstmal fertig, ne? Dann können wir jetzt ja. Hier ist auch noch eine Kiste. Ja, das mache ich später. Dann Schnellreise. Bietesequenz. Regel Nummer 73. Eine Revolution wird nicht von den Furchtlosen gewonnen, sondern von denen, die gefürchtet werden. Wir sollen Antons Schiffe versenken? Wir sind gottverdammte Fischer! Dann überlass uns einfach dem Tod, Kompai. Was machst du da? Probier's. Macht Spaß. Was willst du? Dass Anton uns von der Stadt aussieht? Ja. Tja. Funktioniert. Ihr habt 20 Minuten, bis Antons Truppen anrücken. Also fangt an zu laufen. Los! Ich sagte, los! Regeln der Guerilla. Juan Cortés. Eine Revolution wird nicht von den Furchtlosen gewonnen. Hab ich eben schon vorgelesen. Sondern von den Gefürchteten. Was fürchtet Anton Castillo? Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias, ein Jahr frei von Castillos. Doch er wird nichts fürchten, wenn ihr nicht bereit seid, heute für eure Freiheit zu sterben. Nicht erst, wenn wir mehr Leute oder Waffen haben, heute. Denn heute schlage ich eine Bresche durch Castillos Kriegsschiffe. Ich bin nicht furchtlos. Ich habe eine Scheißangst. Aber eins verspreche ich euch. Man wird mich fürchten. Viva Libertad. Viva Libertad. Viva Libertad. Ab nach Hause mit euch. Weiß sie überhaupt, was sie tut? Wen juckt's, Danny? Sie weiß, was wir brauchen. Ich sehe dich vom Himmel aus, Guerriero.
Libertad auf dem Vormarsch. Das heißt, ich muss jetzt die Schiffe kaputt machen, wa? Aber erstmal will ich hier. Ich hab bestimmt kein Schießpulver, wa? Doch, eins habe ich. Ich hätte gerne. Was hätte ich denn gern? Dafür eigentlich mal ein Visier. Was ist eigentlich mit dem Bogen? Waffen an sich herstellen kann ich nicht, gell? Müssen wir gucken, ob ich einen kaufen kann. Warte mal, hier ist auch ein Händler, oder? Guerilla-Versteck steht nur da. Gibt's hier einen Händler? Danny, hörst du mich? Hast du diesen Heli zum Laufen gebracht? Sie, aber die haben ein Flugabwehrgeschütz, das den Luftraum um Castillos Kriegsschiffe abriegelt. Nicht schlafen, alter Mann. Das habe ich längst ausgeschaltet. Eben. Grüß dich, Danny. Du hörst dich langsam an wie ein echter verdammter Guerriero. Ach so, normalerweise hätte ich jetzt die Mission bekommen, das Geschütz auszuschalten. Habe ich auch schon gemacht. Okay, hast du dich in ein Gebiet von dem da. Aber ich frage mich, ob ich den, wenn ich ihn erschieße, trotzdem das gute Fleisch kriege. Oder das gute Fell kriege. Oder was auch immer. Müssen wir mal testen. Ich hätte jetzt gerne mal einen Waffenladen. Waffenladen, Waffenladen, Waffenladen. War hier eine Stadt? Hier. Hier war ein Händler. Gehe ich mal kurz dahin. Guck mal, ob ich einen Bogen kaufen kann. Ich brauche einen Bogen. Was ist denn das? Ich kann das Auto. Wo ist der Händler? Da. Vive Libertad! Kollege, hast du einen Bogen? wo hab ich denn? Achso, das ist das Mungo-Fleisch. Ja. Der hat, was ich habe! Kaufen. Der hat einen Bogen! 500! Kollege, ich muss noch was verkaufen. Ja, was verkaufen wir denn? Ja, nimm mal hier. 3 Stück sollte reichen. Warum geh ich nicht mal raus? Gib mir den Bogen. Dankeschön. Fütterst du dieses verdammte Vieh? Kein verdammtes Vieh. So. Jetzt voilà. Muss mal Werkbank. Da. Na, was sehen der jetzt? Eine Primärwaffe, ha? Bogen. Da. Was kann man hier machen? Giftpfeile, Präzisionspfeile, EMP-Pfeile, Sprengpfeile und Brandpfeile. Und überall brauchst du natürlich Schießpulver. Ein Kurzstreckenvisier mit ausgerüstet, es ist mehr vom Ziel zu sehen. Und hier brauchst du 2 Schießpulver. Ich nehme das trotzdem mal. Mutz gibt's auch. Natürlich brauche ich da auch Schießpulver. Ah. Ich kann's Aussehen ändern. Nehmen wir das. Problem ist jetzt, dass ich jetzt eine Waffe wechseln muss. Ah. Doof. Das war Scharfschützengewehr raus. Ja, Mann. Also unser nächstes Ziel ist auf jeden Fall das Tier. Fahren wir jetzt mal da hoch.
Oh, es gibt aber einige Fahrzeuge. Also man kriegt auch Panzer. Wie den Einsatz Harpunen, okay. Habe ich. Oh, jetzt eine kleine Spritztour. Vorsicht. Den hier kümmern. Na, wo ist er? In der Höhle. Ist es jetzt wie bei Assassin's Creed mit diesen legendären Tieren oder was? Oh, sind mehrere drin. Hab ich mir auch gerade gedacht. Hä? Hey, ach, das ist in der Höhle. Geht weg, ihr kleinen Viecher. Aber ich brauche ich jetzt hier nicht. So, er wird jetzt interessant. Angreifen. Kommst du schwächen damit, oder? So. Das ist entweder du oder ich, Mammutito. Ein Mammutito-Stoßszene. Danny, wo bist du? Das ist unsere einzige Chance, durch die Blockade zu kommen. Ich bin unterwegs, Clara. Beeil dich, Danny. Bitte. Heute entscheidet sich, ob Libertad lebt oder stirbt. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen gecheased, dass ich auf den Stein stande. Kann man die nochmal looten extra? Pfeile, krieg ich wieder. Okay. Dann geht's jetzt auf zu der Blockade.
hier auch noch? Clara, ich bin bei Castillos Schiffen. Muy bien, Dani. Du verschaffst dir Zugang zu den Schiffen und überrascht sie. Julio, wo bist du? Ich bin im Leuchtturm. Ich sitze hier mit meinem Raketenwerfer und habe die Schiffe im Visier. Ich will deine Stimme hören, Raisa. Ich bin oben auf dem Turm. Der Schuss ist in der Kammer und die Entfernung eingestellt. Juan? Anschnallen! Der Juan ist am Himmel und seine Kugeln sind hungrig. Also gut. Wir nehmen uns diese Schiffe vor und versetzen ihnen einen Schlag, den sie nicht vergessen werden. Wir haben nur einen Versuch, Libertad. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Was gibt's hier jetzt Schönes? Viva Libertad. Gewehr. Was ist das Schönes? Ja. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit. Du erhältst eine zusätzliche Supremo-Ladung, wenn du Gegner mit einem Kopfschuss tötest. Das ist cool. Ah, vergleichen kann man auch. Ja gut, das ist meins aber besser. Bis auf Genauigkeit. Ha. Was haben wir hier? Hier läuft auch immer nur dasselbe. Ich habe eh kein Schwarzpulver. Schießpulver. Naja, dasselbe. Echt Mangelware in dem Spiel hier. Wow, ernsthaft. Dann, du solltest deine Kamera benutzen, um die Verteidigung der Schiffe zu checken. Erst gucken, dann schießen. Wow. Wenn Lita jetzt bei uns wäre, würde sie lächeln. Und sie wäre schon fast bei den Schiffen. Wäre Lita hier, würde ich ihr die Hölle heiß machen, weil sie nichts von dir erzählt hat. Pass auf dich auf, Julio. Scheiße, deine Kamera. Das sind echt viele Leute. Auf jeden Fall 4 Alarmtürme. 1, 2, 3. 3 könnte ich ausschalten. Den hier hinten leider nicht. Kamera. So. Soll ich natürlich auch erstmal das Scharfschützengewehr auswählen. Da kümmern. Wie jetzt? Kann man den nicht kaputt schießen? Ah, das haben sie geändert. Aber die Kamera kann man kaputt machen. Oder ist die... Als ob ich die nicht treffen würde. Das wird jetzt interessant. Na dann. Schauen wir doch mal, was wir da jetzt reißen können. Das sind auch noch Scharfschützen. Clara, ich bin an Bord. Jetzt
Jetzt geht es um alles, Dani. Ach nee, das war nur Steile. Mach sie kalt und schreck nicht davor zurück, ihre eigenen Waffen gegen sie einzusetzen. Die Geschütztürme hauen mächtig rein. Ha? Mindestens noch zwei Leute, die ich nicht markiert habe. Gefällt mir nicht. Hier ist Vasquez. Alles sauber. Nichts zu melden. Bilde ich mir das etwa ein? Ja. Hier war niemand. Hm. Hab wohl geträumt. Ja, Meister. Geh weg. Hier, Jimenez. In meinem Sektor ist alles ruhig. Eine Kamera? Wo ist das denn? Eigentlich gerne schleichen, Charles. Carrillo, der Hauptmann will, dass die Vogelscheiße von der Antenne gekratzt wird. Carrillo, ich weiß, dass du mich hörst. Oh, Schießpulver. Einer fehlt mir hier noch. Der da. Jetzt hab ich alle. Ach komm. Jetzt geht's rund. Es gibt genügend Ziele für alle Schwarzen.
Das war nicht so cool. Ah, wieso sieht die Alte mich auch? Echt. War nicht optimal. Oh, alles von vorne. Augen auf, Danny. Gut, wir versuchen es noch einmal, aber ich würde sagen, ich mache jetzt noch mal eine letzte Pause für heute. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bei Far Cry 6. Ein bisschen dumm gelaufen, aber naja, bis gleich.